So, Timer habe ich an. Barfoot haben wir drauf. Ich lade es mal nochmal nach. Inka kommt. Okay, naja gut. 1-2 Sekunden Inka haben wir hergeschenkt. Letztes Mal konnte ich hier irgendwie drüber hinausschauen. Das klappt jetzt irgendwie nicht mehr. Die pulle ich jetzt auch rein. Dann müsste es nämlich genau ausgehen. Ist das, was ich meine? Das ist jetzt quasi eine Stufe niedriger, 15. Gucken wir mal. Diesmal tue ich Inka für die anderen aufsparen. Für die andere Gruppe. Dann habe ich es zwar beim Boss nicht, aber so wichtig ist es nicht. Ich mache mit Inka mache ich beim Boss nicht so viel mehr Schaden tatsächlich. Komm, jetzt ziehen wir mein Trinket mal hier rein und Inka bei der anderen Gruppe. Wir darf jetzt auf keinen Fall die Kleinen da adden, die da immer rumlaufen. Ne? Die brauchen wir nicht. Ich brauche jetzt quasi nur... Ich bin außer Reichweite. Ah, warte mal, ich wollte hier Inka ziehen. Also die Kleinen wollen wir jetzt auf keinen Fall adden. Die Idee sparen wahrscheinlich alle Cooldowns für den Boss. Da kann ich mal hier ganz groß mit dem DPS auftrumpfen. Warte mal, den nehmen wir nochmal runter. Der hat sich nämlich hier einiges hochgestackt. Drückt mir die Daumen. Das sah ja jetzt vorhin schon ganz gut aus. Also wir waren gerade in einem 16er drin. Bloß haben wir da einen Pull verkackt. Oder was heißt Pull? Das war eigentlich irgendwie dazu geaddet und dann hat man viel zu viele Prozente. Und dann ist der Pride beim dritten Boss halt kacke gespawnt. Und dann ohne Pride-Buff ist halt schwierig. Also bei Bosswoche willst du da eigentlich schon den Pride haben. So, schauen wir, dass wir es diesmal besser machen. Laufen wir mal ganz an die Wand. Müsste es eigentlich passen. Ich das Ding, aber es müsste auch gehen, wenn ich jetzt ganz an der Wand stehe. Dürfte ich den Shadow nicht erwischen. Die hier dürfen wir halt nicht adden, ne? Die rennen da rum. Ich brauche jetzt dann nur dieses Zweier-Pack brauche ich. Nicht das Dreier, sondern das Zweier-Pack. Diesmal müssen wir halt den Pride da gut hinbekommen. Schau mal, sind da gerade Mobs? Ne, da sind keine Mobs, ne? Die einen laufen gerade weg. Ja. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, den Boss hier mit hochzuziehen. Die teilweise raushauen, ne? Das ist echt krass. Aber wir haben schon, also Damage, Single-Target-Damage haben wir dabei. Aber also ich könnte natürlich Inka für den Boss sparen. Oh, das war... Jetzt haben wir ein paar Maden hier. Das ist ungünstig. Vor allem die ist ein bisschen vollgefuttert, die Made. Das letzte Mal war es wesentlich cleaner gespielt. Dachte ich mir, gehe ich wieder hier hoch. Das letzte Mal sind wir auch hier hochgegangen. Da hatten wir aber weniger zugevoidet, tatsächlich. Das haben wir jetzt dieses Mal ein bisschen unsauberer gemacht. Brauchen wir auch länger für den Boss, ne? Ja, okay. War jetzt nicht optimal, aber passt schon. Also ich brauche die Zweiergruppe. Die hier brauche ich. Ne, sobald die hier oben sind, hole ich die. Die sind jetzt halt ganz da hinten. Das ist halt ungünstig. Das Blöde ist, müssen wir jetzt ewig warten. Ja genau, du kannst die Daily in Torghast egal auf welcher Stufe machen. Für die Soul Ash musst du halt am besten die höchste Stufe machen, also am besten 8er. Genau, also die beiden brauche ich. Jetzt müsst, also das müsste jetzt genau perfekt sein mit den Punkten. Oder nahezu zumindest. Nahezu. Wird es dann wahrscheinlich oben mit dem Pride ein bisschen blöder werden. Mal gleich mal gucken. Hm. Müssen wir mal gucken. Also mein Trinket habe ich diesmal auch aktiviert, ne? Kann ja eigentlich nur was werden. Ich glaube, wir haben beide gerawt, oder? Double Raw. Ich ziehe die mal ganz gern ein bisschen zurück. Weil da hinten läuft halt auch noch so ein... Kacke, ich habe noch keinen Taunt ready. Ich muss näher ran. Oh, jetzt muss ich mein Trinket... Oh, halt! Müssen wir halt die Trash-Gruppe ein bisschen gleichzeitig killen. Wenn ein Mob stirbt, ist nämlich Feierabend. Ich bin außer Reichweite. Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Ja, das war jetzt halt diesmal ein bisschen schwierig. Komm, ich mache jetzt mal hier auf Defensiv, hauen wir die Fleischformung hier mal nochmal rein. Weil die Inka kann ich jetzt nicht opfern, das geht nicht. Ich muss jetzt einmal Fleischformung ziehen. Weil die Inka brauche ich in dem nächsten Pack. Das brauche ich in dem nächsten Pack. Ja, wobei, das ging jetzt echt ganz gut. Jetzt ziehe ich danach die einen Mobs ein bisschen runter, die jetzt gleich kommen. Ich brauche ein Ziel. Eigentlich muss ich die ja gar nicht großartig wegdrehen. Das ist zu weit Ich kick wie der Totenkopf. Oh, den kickt keiner. Ah, fuck, jetzt bin ich geviert. Ich hoffe, die können mich dispeln. Okay, er zieht mich, passt. Ich kann halt nur einen kicken. Born hat den anderen, ein anderer gekickt. Ich pull die diesmal zurück. Kommt mal hier hinter. Dann haben wir den anderen Typen. Ich bin außer Reichweite. Ja. Dann spielen wir den Pride diesmal nämlich hier hinten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das viel besser... Also, aber dann kannst du auf jeden Fall nichts adden. Im Normalfall, wenn du den Pride hier hinten hast. Die Brücke ist auch ein bisschen eng. Ja, die ist jetzt nicht optimal. Aber... da ist ad-technisch dann eigentlich keine Gefahr. Also du addest irgendwie die große Putt hier rein, aber das dürfte ja eigentlich nicht passieren. Das dürfte ja eigentlich nicht passieren. Das Gute ist, das geht hier immer so quer rum, ne? Da kannst du eigentlich die ganze Zeit stehen bleiben, das ist eigentlich ganz schön. Muss ich eigentlich das Schild mitnehmen als Tank? Ach fuck, das geht ja gar nicht. Hier hinten rum kommst du ja nicht. Das buggt ja. Muss hier rum. Lässt er halt, haben wir halt ziemlich Pride. Weiß gar nicht, was macht das Schild eigentlich, wenn ich es draufschmeiß? Achso, den Schaden von allen Verbündeten, ne? Hm. Ich weiß gar nicht, wo ich es aktivieren soll, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch den Speer dann... Oh fuck, ich dachte mir gerade schon wieder, wird schon wieder geedit hier. War schon wieder kurz davor. Ich ziehe jetzt hier mal Inka. Und hab's dann nochmal, wahrscheinlich beim dritten Ad, bei der dritten Ad-Welle, schätze ich mal. Kriege ich nämlich hier gescheit Absorb hoch. Ich weiß nicht, soll ich das Schild bei dem Boss ziehen? Eventuell, ne? Ihr verwehrt mir den Himmel. Jetzt sind wir bei 98, bei 68,9. Okay, auf geht's. Weiß immer nicht, ob ich, mal runternehmen. Ich bin außer Reichweite. Muss immer ein bisschen gucken, ne? Dass ich mit Kick die einsammle, aber ich glaube eigentlich muss ich meinen Kick aufsparen. Ja, Breath. Oh boy. Da hast du aber, ne? Hier. Hast du aber gerade noch überlebt. Das war ja close. Eule steht da ganz schön nah dran. Meine Soldaten erheben sich erneut. Armbrustschützen kriegen wir da gerade nicht rein in den Cleave. Muss ich wieder ein bisschen wegziehen, aber der Cast wahrscheinlich eh gleich. Aber wir haben eh keine Midis dabei, ne? Da ist es fast wurscht. Ah, fuck. Ich habe eine 15 auf Inka. Komm, ich ziehe jetzt mal das Schild. Ich muss näher ran. Hütet euch und verfallt. Also ich kann Inka, wenn wir jetzt noch einen Proc haben, ziehen oder ich ziehe oben dann Inka. Okay, ich glaube, wir haben keinen Proc mehr. 10% noch. Ne, ich ziehe dann oben Inka. Super. Inka komplett hier eigentlich gewastet, naja, oder nicht halt komplett nicht gezogen, besser gesagt, also ein Timer halt gewastet, aber gut, dann mach ich's oben beim Trash. Ihr seid rechtzeitig hier, aber die Schlacht tobt weiter. Wir können müsste diesmal genau passen mit den Prozenten, also solange mein Dungeon-Tool richtig ist. Müsste genau packen. Eine schreibt nice, ja. Ich hoffe, dass es jetzt genau passt. Okay, jetzt wollen sie... Ja, ich würde nicht BL für den letzten Boss aufsparen. Aber I don't know. Eventuell, mal schauen. Aber diesmal müssten wir jetzt mit den Prozenten zumindest gut hinkommen, dass wir den Pride dann gleich... Fuck, kriege ich auf den Sack. Hier, wenn du 3 Stacks hast, ne? Kriege ich halt schon mal ein gutes Stück mehr Damage. Machen wir nochmal eine Heilung durch. Ich habe keine Ja, ich würde auch sagen, dass wir Bloodlust bei dem ziehen. Ja, der war vorher schon so ätzend. Eigentlich der Endboss, der kann nichts. Den kannst du ja eigentlich ewig runterspielen. Der dauert halt dann bloß ewig. Aber da ist ja eigentlich nichts gefährlich dran. Vor allem mit so vielen Ranges kannst du dich eh in die Ecken stellen und dann ist es doch eigentlich eh free, hätte ich gemeint. Nur der Melee muss halt immer relativ weit hartschen. Oh, fuck it. Ziehen wir nochmal die Heilung hoch. Ich habe jetzt noch 2 Walls und ein Trinket für die nächste Gruppe. Naja, mal gucken. Heiler hat fast kein Mana. Okay, aber er reckt auch nicht. Also für mich sieht es so aus, als ob er sagt, go for it. Ich hätte ihn jetzt eigentlich da rein natzen lassen. Hütet euch. Aber der Heiler ist eh relativ gut. Also da kannst du nichts sagen. Warte mal, ich stelle mich mal hinter die Mobs. Ist das... Ich glaube, der ist nicht reingegangen. Fuck, jetzt geht's. Kann ich ihn nicht interrupten? Dann brauche ich meine Wall gar nicht. Hebe ich sie auf. Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Hütet euch. Warte, da müssen wir einen Ticken rüber. Jetzt ziehe ich vielleicht doch mal hier... Ein Trinket zumindest. Dass der Heiler sich halt selber heilen kann. Ich habe gesehen, der Heiler ist auf 20%. Ich war low. Ziehe ich lieber mein Trinket, dann kann er sich selber hochziehen. Muss er sich nicht um mich kümmern. Naja, wie sieht's denn mit meinem Stein-Trinket aus? 12 Minuten. Das müsste jetzt eigentlich für den Rest der Inni reichen. Müsste. Ich hasse es, dass hier oben in dem Raum so viel Trash einfach drin ist. Und vor allem, du hast dann auch verdammt viel Trash später, der einfach keine Prozente bringt. Das ist für mich, finde ich, so unlogisch. Da ist wahrscheinlich Blizzard hergegangen, okay, wenn wir jetzt da noch Trash, da noch Trash, da noch Trash. Oh, jetzt haben wir aber dann eine Inni. Viel zu viele Prozente, was machen wir? Ach, wir machen jetzt einfach Trash rein, den man killen muss, aber keine Prozente bringt. Das war wahrscheinlich die Lösung. Ich kann mir das schon bildlich vorstellen, dass sie das genau so beschlossen haben. Wenn du überlegst, was alleine auf dem komischen Hof da hinten noch ist. Achso, die haben wir vergessen, ja, richtig. Okay. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Flamme, jetzt haben wir noch eine knappe Viertelstunde, ne? Wir haben jetzt noch ein paar Packs und 2 Bosse, aber die also ich finde den einen halt richtig böse krass, ne? Hat er den jetzt noch abgekriegt? Ja, den hat er noch abgekriegt. Den Endboss, ja, weiß ich nicht, der ist halt eher langwierig. Komm, ich kann nochmal mein Trinket ziehen. Schaffen die das rechtzeitig? Ah, war ein bisschen weiter hinten, ne? Aber gut. Da machst du nix. Da machst du nix. Ich stell mich jetzt einfach rein. Fang's ab. Unfähige Ochsen, Metzelmaler. Pass auf, dass du die Körperteile beim Abreißen nicht beschädigst. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich will überlegen, hau ich Inka raus oder spare ich's mir? Weil ich habe jetzt hier die Gruppe drüben und dann kommt der Boss, ne? Habe ich es dann wieder, wenn ich es brauche? Ist die Frage. Ja, ich glaube, ich ziehe es jetzt. Weil ich da ist, der Pride ist ja auch noch zwischendrin. Mal gucken. Also optimal wäre es, wenn der Boss runterkommt, dass ich dann Inka wieder habe. Mal schauen. Wir haben jetzt noch die andere Gruppe. Und dann auch noch, den Pride. Und dann hast du da vorne noch ein bisschen Vorgeplänkel. Könnte vielleicht tatsächlich ausgehen. Wie ärgerlich! Ortsmeier, an die Arbeit! Und enttäusche mich nicht, wie dein Vorgänger! Blöderweise für die hier. Oh fuck, wurde ich gebrefft. Müssen ein bisschen von der Mitte weggehen. Im Optimalfall. Okay, ich zieh mal mein Trinket. Würde gern mit beiden Walls in den Kampf gehen, um ehrlich zu sein. Falls wir wieder Double adden und sowas, wäre das nämlich gar nicht schlecht. Na, okay. Ich werd Dings nicht ready haben. Da, wo ich's haben will. Schätze ich zumindest. Also Pride war diesmal perfekt. Da kann jetzt keiner motzen. Dürfen jetzt halt nicht adden da hinten, ne? immer so Angst, ne? Durch den Mob fliegt der Schuss durch. Ja, ich hab's mir gedacht, dass er den treffen wird. Will jetzt nichts ziehen müssen. Okay, jetzt sind jetzt 30 Sekunden. Die sollten näher rangehen, falls sie das Ding kriegen. Ja, jetzt ein paar Sekunden. Scheiße. Ich kann den noch nicht taunten. Da hätte ich Inka für gebraucht. Jetzt kann ich Inka reinziehen. Das war halt perfekt. In einem Ding. Aber Inka habe ich jetzt halt erst zu spät gekriegt. Jetzt haben wir sogar noch den Pride-Buff drauf. Der eine Lull-Speer. Das war richtig gut. Das haben wir noch knappe 10 Minuten. So, AT läuft sogar noch. Okay. Die Bastion wird geschleift. Okay, der haut ganz schön raus jetzt hier. Da muss ich auf jeden Fall gut aufpassen. Haben halt alle ihre Cooldowns raus, ne? Muss ich nicht mal slow mit dem Boss rumlaufen, weil es halt eh egal ist. Alter, der Boss, der natzt mich richtig rein. Mal gucken. So, wir haben halt eigentlich null Zeitdruck. Ich muss halt nur safe spielen. Ich spiele jetzt mal richtig safe. Machen wir hier mal die Orbs auch mit. Kann halt schnell um den Boss rumlaufen, weil ich der Einzige im Nahkampf-Range bin. Muss halt nicht auf... Alter, okay, also... I don't know. Muss halt jedes Mal meine Eigenheilung noch ziehen. Oder was? Ich mach jetzt einfach richtig safe. Tu jetzt auch noch meine anderen Cooldowns hier ziehen. Einfach, dass ich nur so lange wie möglich überlebe. Achso, die Orb haben sie schon gekillt, okay. Alter, wie schnell sind die auf der Orb? Ich tapp halt instant, ne? Und seid einfach schon down. Okay, ich muss mein Schild ziehen, sonst wäre ich gerippt. Okay, jetzt wird's gefährlich hier, ich sag's euch. Unbedingt Heilung. Ich wall jetzt mal. Auch Heilung. Alter, ich habe jetzt alle Cooldowns nochmal gezogen, ne? Ich habe Wall gezogen. Oh boy. Ich habe jetzt nochmal Inka. Mit Inka müsste ich eigentlich safe sein. Kann hier noch ein bisschen mein Schild hochballern. Der Boss haut richtig Damage raus. Fuck, warum läuft denn der in Melee-Range? Uff, Junge, mach doch nicht sowas mit mir. Mach doch nicht sowas mit mir. Okay, Schild haben wir jetzt auch wieder. Ultimativ defensiv spiele ich hier gerade, ne? Also wirklich... Ich habe getötet euch. Ich bin auch Alter, ich dachte, ich krieg gerade einen Disconnect, weil das so komisch gehangen hat. Komm, ich wall jetzt nochmal. Hütet euch. Niemand entkommt dem Sturm. Und eine Heilung ready. Wunderbar. Haben wir den auch noch geintimed? Nice. Also wenn ich jetzt immer noch bei 15ern abgelehnt werde, ne, dann weiß ich auch nicht. Hier. Okay, das war der zweite In-Time heute. Das waren so die zwei ätzendsten Dungeons. Wunderbar. Das lief doch sehr schön. Schöner Run war das. Wir haben jetzt noch 5 Minuten über gehabt. Naja, 2 Minuten über Double. Hm. Ja, freut mich. Jetzt hat der andere auch seinen Dungeon Keymaster fertig, ne? Sehr schön.